Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen G-Portal-Tutorial. Heute schauen wir uns an, was wir tun können, wenn auf unserem Minecraft-Server die Nether- und Ender-Portale nicht mehr funktionieren. Zuallererst loggen wir uns wieder in unseren Account ein. Nachdem wir eingeloggt sind, gehen wir links auf der Seite auf Meine Server. Hier sehen wir nun alle unsere Server aufgelistet. Ich wähle hier nun meinen Tutorial-Ordner und gehe hier auf das Einstellungssymbol. Nachdem ich hier angekommen bin, gehe ich links auf Status. Hier in diesem Statusbereich finden wir unten unsere Zugangsdaten für den FTP. Das ist dafür da, dass wir Daten auf unseren Server transferieren können. Diese Daten sind für den nächsten Schritt sehr wichtig. Bevor wir allerdings weitermachen, ist es sehr wichtig, dass ihr euren Server stoppt. Nachdem euer Server offline ist, ladet ihr euch ein Programm aus dem Internet, was ihr kostenfrei herunterladen könnt, namens FileZilla. Das sieht in etwa so aus. Hier angekommen, gebt ihr nun euren Server, euren Benutzernamen und euer Passwort ein. Das findet ihr alles hier unter FTP. Das Ganze bestätigt ihr, indem ihr auf Verbinden klickt. Und das hier drückt ihr einfach mit OK weg. Nun seid ihr auf eurem Server eingeloggt. Bevor wir nun etwas auf unserem Server verändern, ist es immer empfehlenswert, ein Backup zu machen. Um das zu machen, nehmt ihr einfach euren World-Ordner und zieht ihn hier links in diesen Bereich, zum Beispiel auf euren Desktop. Wenn ihr das getan habt, geht ihr in euren World-Ordner und hier findet ihr nun zwei Dateien, und zwar level.dat und level.datold. Diese beiden Dateien müsst ihr jetzt entfernen, indem ihr einfach Rechtsklick Löschen auswählt. Und diese zwei Dateien sollen wirklich vom Server gelöscht werden. Nachdem ihr das getan habt, geht ihr wieder in euren G-Portal-Account und startet euren Server neu. Nun sollten eure Nether- und Ender-Portale wieder funktionieren. Viel Spaß in Minecraft!